Fantastischen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Lone Survivor. Ah, ich liebe diese Melodie einfach zu sehr, aber jetzt könnt ihr die nicht mehr miterleben, weil ich zu spät aufgenommen habe. Hat nicht viel gebracht. Ich habe ein bisschen was herausgefunden, das weiß ich. Die einzige Frage ist, ja gut, habe ich jetzt noch Munition? Gut. In der Pistole ist gerade... Ah, ich habe ein Quick-Menü. Toll. So. Hat jetzt mir irgendwie überhaupt nichts gebracht, Fleisch vor davor zu setzen. Nein, ich wollte raus wieder. Weil ich kurz in die Küche wollte und ein Gammelfleisch holen wollte. So. So, hat der Direktor was für mich? Okay. Gut, der Dude hatte ja Hunger, das heißt... Bohnen, Reispudding, Trockenfleisch. Erstmal Trockenfleisch, ist nicht mein Liebling, aber funktioniert. Bist du satt? Und das Trockenfleisch ist auch sick, aber solid. Okay, er sagt nicht, dass er satt ist. Das gefällt mir nicht. Große Gürkchen. Dann ist nochmal Gürkchen dazu. Salzig und sauer. Köstlich. Er sagt immer noch nicht, dass er satt ist. Was ein Vielfraß. Gut. Wo habe ich abgespeichert, so gesehen? Meinen Speicherpunkt zum Teleportieren. Da, perfekt. Ja. Diese Vibration von diesem komischen Etwas da über mir finde ich ja nicht so toll. Nein, die falsche Richtung. Ey, warum konnte ich mich gerade nicht bewegen? Weird. So. Ach nö. Macht er wieder diese. Warum kann jemand sich manchmal nicht bewegen? Aber beide sind jetzt an der Decke. Wollt ihr mich? Okay. Das war ja ein Scheißstart. What the fuck? Der will sich manchmal nicht bewegen und kriegt dann 4-5 Klatschen. Das ist doch nicht normal. Ja, nee, ich finde das nicht in Ordnung. Kriegt der Kassierer links, Kassierer rechts, einfach nur weil der nicht will. Das Gute ist, der hat nicht ab... Der hat das nicht abgespeichert. Nimm doch einfach Sachen, die dir nicht gehören. Es ist eine Apokalypse oder so. Meine Güte, da heißt es du oder die anderen. Und meierlich. Welcher Mensch würde sagen, ja komm, ich sterbe im Gegensatz zu den anderen. Ja, du kannst von mir aus gerne jetzt vor Hunger umfallen. Ich weiß nicht, ob das wirklich möglich ist. Schon wieder! Der bewegt sich einfach manchmal nicht. Das ist kompletter Schwachsinn. So. Das ist einfach Schwachsinn. Alter, warum? Ich verstehe es nicht. Warum denn sich so häufig klatschen lässt? So, jetzt ist er satt.
So. Hör doch auf, immer an die Decke zu springen, ihr kleinen feinen Säue. Ah, ist doch nicht wahr. Wie viel Munition habe ich noch? 10 Patronen und... gar nichts mehr. So. Tutti. Einer weniger. Bist du der Spiegel? Ja. Du bist der Spiegelraum. Dann wollen wir uns mal wieder Munition holen. Okay, ich habe noch eine. Nun, ich weiß nicht, was das bei mir bewirkt. Ich fühle mich ein bisschen schläfrig. Schätze, ich finde das heraus. Und würde er jetzt irgendwas Hilfreiches sagen? So. Wieder auf der Bühne. Nicht schon wieder du. Ah, du nervst mich wirklich. Du bist nicht einmal real. Wenn ich nicht real bin, wieso kommst du immer wieder her? Hatten wir das nicht schon wieder? Wegen der Medizin. Willst du etwas wissen? Ich tue es, weil ich es mag. Weil es einfacher ist. Ich verstehe dich nicht. Du wirkst für mich verwirrt. In jedem Schatten befindet sich ein Monster. Sei vorsichtig. Ach was. Schwierig, ohne die Blauen zurechtzukommen. So, hat der Direkt jetzt etwas für mich? Ach komm schon, was bist du denn für einer? Okay, Munition 21. Aber dafür ist die Pistole leer. Egal. So. Immerhin habe ich einen dieser Biester erledigt. Fehlt nur noch der andere und dann noch das Ding in diesem Raum. Batterie benutzen. So. Okay. So. Nein, du lässt dich nicht klatschen. So. Endlich. So, du bist der Raum. So. Du hattest mich auch letztens komplett geholt. So, ja. Ich weiß ja, das gibt es einen Schlüssel an. Generatorschlüssel. Tutti. Komm, Chip, super. Und sonst nichts. Aber gut, der hat jetzt Krabbenchips. Ich habe den ganzen Keller hier gesäubert. Okay. Mich stört es, dass diese komischen Dinger immer noch bleiben, diese Dreiecke. Nein, 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 nein. Definitiv nein. Mann, ich hasse es. Hier war der richtige Weg, oder? Sehr gut. Diese kleinen Maulmonster, Bauchmaulmonster-Taschen müssten ja auch immer noch besiegt sein. Quatsch. Ich weiß nicht, was dieser Raum bewirkt. Ich bin da drinnen so lange gefangen, bis die Batterie ausgeht und dann... ja, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall lästig.
So, hier dampft alles. Und ich habe mir die Generatorschlüssel geholt. Hey. So. Okay. Nein. Das ist ja der richtige Weg. Gab es hier noch irgendwas in der Ecke oder... Ja, nur das hatte ich mir ja schon geholt. Jetzt habe ich die Generatorschlüssel. Ach Mann. Verarsch mich doch nicht. Kommt da so ein kleines Ding einfach ran und will mich kratzen. Aschubischubischu. Obstsalat, sehr gut. Aber warum in der Dose? Ist ja widerlich. Das erinnert mich wieder an diese Ananas aus der Dose. Das ist einfach nur... Oh. So. War ich hier schon in der Ecke? Die Notfackel. So. Das scheint ja, guck, ja, es hat keinen Strom. Wissen wir doch. So. Das war mir gerade ein bisschen zu dunkel. So. Hier bleibt nur noch die Frage, wo ist der Generator? Hä? Ich war doch bis jetzt in jedem Raum. Was habe ich denn da jetzt übersehen? So. Hier ist der Fahrstuhl, der nicht funktioniert. Und hier war ja nichts. Ist der Generator etwa in einem dieser Gänge mit diesen drei Monstern da? Nee. Warte mal. Okay, da oben sind noch drei Räume, wo ich irgendwo wie hinkommen müsste. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Dann sind unten noch Räume, wo ich reinkommen müsste, weil da so ein komisches Dings ist. Ja, gehen wir einfach nochmal nach vorne. Und dann alles nochmal vom Anfang an machen. Würde gleich wieder Nervenzusammenbruch. Ey, geh da rein. So, Generatorschlüssel haben wir. Ach Gott, dann schlaf. So. So. Sehr gut, schön Papillen. Nichts daran interessiert mich. Sehr gut, dass dich daran nichts interessiert. Du solltest das auch nicht machen. Eigentlich. So, da ich gerade keine Batterien habe und Patronen habe ich noch 12 Stück. Notfallfackeln 3. Aber keine Batterien. Schlucke ich eine grüne Pille. So. Vielleicht hat ja jetzt der Mann mit der Kiste etwas Nützliches zu sagen. Und vielleicht hat danach auch der Direktor was Nützliches für mich. So, Mann mit der Kiste, hast du irgendwas Nützliches für mich? Willst du endlich die verdammte Kiste abnehmen? Das kann doch keiner von mir erwarten, oder? Wieso würde man mich sonst Mann mit der Kiste nennen? Erzähl mir was Nützliches. Wie kann denn diese Situation bewältigen? Vielleicht bist du ja gar nicht so allein. Wenn es mir so geht, höre ich gerne Radio. Gib mir den Jazz. Yeah, baby. Ja, da sagen die doch nur, ich bin im Keller. Ja, aber wo im Keller? Die Frage ist, ich habe ja den Generatorschlüssel. So. Habe ich jetzt... Ja, Batterien 2 Stück. Und es geht wieder in den Keller.
Na, warte mal. Ich wollte doch Radio nochmal hören. Vielleicht hat der Direktor ja jetzt irgendwas oder... Mal sehen, ob irgendwas anderes kommt. Aber nichts Besonderes. Ja, okay. Okay, der Südtunnel. Wir kommen zu dir. Unten. Warte, was? Hier unten wartend auf... Ich bin im Keller. Südtunnel. Nein, da habe ich mich verdrückt. Südtunnel. Da war ich doch gerade die ganze Zeit. Ich bin noch hier im Südtunnel. Da bin ich hier in Stocken geraten. Ach ja. Ein ziemlich langer Weg. Beim Südtunnel war doch nichts, außer diese zwei Maul-Dinger da. Dann hinten noch einer. So, jetzt kommt wieder diese Vibration. Ah, jetzt ist da was Neues eingetragen. Sehr gut. Ja gut, dann gehe ich nochmal zurück. Aus dem simplen Grund, dass ich dann ein bisschen Zeit in Anspruch, etwas Zeit verlagere. Ja. Zeit spare, nicht Zeit verlagere. Egal. Ah. So. Es ist Essenszeit. Zeit. Nein, nicht für dich. Und woher weißt du das überhaupt? Du bist im Keller. So, bin ich noch richtig? Ja. Mann, ey. So. Das war mal, ja, stimmt. Die Türen komme ich ja nicht. Das Monster hier ist tot. Hier müsste es irgendwas sein. Es hat funktioniert. Ach, das ist der Generatorschlüssel. So, groteske Skulptur. Ja. Ah. Was geschieht hier? Okay, der Dude bekommt Kopfschmerzen, nachdem er sich eine groteske Skulptur anschaut. Helft mir irgendjemand. Hilfe, mein Kopf, er dröhnt. Das hatte ich auch in diesem Kellergewölbe, in diesem einen Raum. Gut. Jetzt habe ich wieder einen Traum. Ist es der Mann mit der Kiste oder ist es der Dude im Zirkus? Oder was ganz Neues? Wie bin ich hierher gekommen? Bin ich in einem schlechten 2D-Pixelspiel? Das macht keinen Sinn mehr. Doch, also du. Bin ich tot? Fühlt es sich so an? Okay. Ich glaube wirklich in einem 2D-Pixel-Spiel. Im 2D-Pixel-Spiel. Alles 2D-Pixel. Wirklich, das ist ein Schlimm. Ach, da ist irgendein Dude und eine Dudine. Vielleicht die Eltern. Vielleicht Geschwister. Onkel, Tante. Kinder. Ist das ein Ort aus meiner Vergangenheit? Wer bist du? Du kennst mich wirklich nicht? Ich bin nicht sicher. Kannst du dich noch umdrehen? Komm schon. Ich weiß, du ziehst mich um. Du hast mich schon immer so veralbert. Ich habe dich noch nie vorher gesehen. Ich muss das träumen. Sehr lustig.
Trotzdem bin ich froh, dass du mich hergebracht hast. Es ist lange her, dass wir die Stadt verlassen haben. Es scheint so weit weg von hier zu sein. Ja, das tut es. Ich habe vergessen, wie es sich angefühlt hat. Friedlich. Okay, das ist dann die Freundin. Frau, Verlobte, keine Ahnung. Oder ist es der Taco? Wir sollten das Spiel von früher spielen. Ich renne weg und du zählst bis zu 1 Million. Und dann suchst du mich. Und wenn du mich nicht findest, warte ich hier. Wie klingt das? Du hast schon gesagt, wo du bist. Klingt lustig. Sehr lustig. Sie zählt bis eine ich muss bis 1 Million zählen, sie suchen, und wenn ich sie nicht finde, dann wartet sie sowieso dort. Dann tue ich mir gar nicht erst die Mühe und suche sie, sondern warte, bis sie kommt. Haha, und dann kann ich sagen, gefunden. Was geschieht mit mir? Ich muss hier raus. Ich halte es nicht viel länger aus. Da liegt irgendwas Buntes. Vielleicht eine Farbschrift oder so. Bekomm es in den Griff. Reiß dich zusammen, Mann. Du bist stärker. Bist du das? Okay, also so, wo sind wir nun? Verstrahlte Orange. Ja, lecker. Ja, okay, du hast Hunger. Willst du die verstrahlte Orange essen? Okay. Mal sehen, ob er die überhaupt essen kann. Das ist riskant. Es hat seltsamerweise frisch geschmeckt. Hat er es wirklich gegessen? Okay. Ich muss hier irgendwas benutzen. Okay. So. Das müsste reichen, damit der Fahrstuhl funktioniert. So, sieht sehr alt aus. Ich befürchte, es ist nicht so sicher. Ich denke, dies hat etwas mit dem Generator zu tun. So. Dann die Sicherung da rein. Richtig, das müsste ihn wieder zum Laufen bringen. So. Okay, ich schalte ihn ein. Hoffentlich funktioniert er. Okay, der Generator funktioniert wieder. Aber wo bin ich denn jetzt gelandet? Ey. Hier muss doch noch eine Tür, ja, hier. So. Gut. Ich will aber nicht, noch nicht. Das ist mir zu risky mit diesem dicken Ding. So, geh erstmal durch diesen ekligen Schlammhüsel. Zack. Und schau tief in den Spiegel. Denn die Zeit ist bereits fortgeschritten. Okay. Und der Typ macht erstmal ein Schläfchen. Ich brauche erstmal keine Pillen. Glaube ich. Hoffe ich. Ja, auf jeden Fall. Beende ich diesen Part mit dem Titel Feinschmecker. Dann sage ich noch Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Lone Survivor. Tschüss.